Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben heute mal wieder Großes vor, denn ich möchte langsam anfangen zu bauen. Wird einfach ein neues Wort. Wir anfauen direkt los. Denn wir haben hier eine ganze Menge Platz und der muss langsam mal genutzt werden. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos angeguckt von anderen Valheim Longhouse, Big House Builds und was es alles so Schönes gibt da draußen. Und versuche so ein bisschen Mix aus allem zu machen und natürlich auch noch etwas eigene Kreativität mit reinzubringen. Mal gucken, was es wird. Es wird wahrscheinlich wieder ganz schöne Verzweiflung werden und dort wieder was abreißen, weil da die Statik nicht passt und so weiter und so fort. Man kennt es. Aber ja, wir haben ja aber auch noch diese Eisenverstärkungsdinger. Habe ich jetzt in dem Video gesehen. Die sind irgendwie ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich wollte auch eigentlich vor der Folge schon mal gucken, wo es die gibt. Ist nie ganz normal, aber wenn es Eisen ist, kann es ja eigentlich nicht mit hier drin sein. Ach doch, da unten. Ich habe es gesehen. Moment, Entschuldigung. Hier, Holzeisenbalken. Nein, das ist ein einzelner Balken. Ich dachte, das kann man dann einfach so drumherum basteln. Na gut, dann bauen wir es erstmal. Also ich habe überlegt, ich hatte ja erst... Mein erster Gedanke war, wir basteln halt erstmal komplett so die erste Etage aus Stein, damit wir halt höher bauen können. Aber das habe ich mir jetzt doch ein bisschen anders überlegt. Aus dem einfachen Grund, es kostet ohne Ende viel Stein und Stein ist immer... Ja, nicht so schnell abzubauen wie Holz, sagen wir es mal so. Und außerdem möchte ich... Ja, wir haben schon so viel Stein hier im Boden, das sieht dann auch doof aus. Ich mache ein bisschen Steinelemente mit rein. Wir werden aber erstmal grundlegend mit Holz bauen, aber so mit allen Holzarten. Also mit den ganz normalen Holzbalken, dann auch mit den Rundholzbalken. Die gibt es ja mittlerweile auch in schräg. Und ja, wir gucken mal, was draus wird. Wird ein paar Folgen dauern. Ich werde aber immer Stück für Stück was machen und dann gehen wir mal wieder ins Gebirge. Dass da ein bisschen eine Abwechslung mit reinkommt. So, ich würde ganz gerne mal noch die Rüben und Rübensamen noch schnell verbauen. Oder einpflanzen. Flug haben wir einstecken, das passt. Dass sich das Zeug auf jeden Fall erstmal noch vermehrt, weil davon haben wir noch nicht so viel. Und das wäre ja verschenkte Zeit, wenn wir das Zeug hier nicht nebenbei einfach mal wachsen lassen. So, nicht ganz so nah an die Steindinger ran. Und dann hauen wir hier noch ein bisschen Rübensaat mit rein. Mehr hatten wir gar nicht. Okay, dann kann das nämlich schon mal in aller Ruhe wachsen und gedeihen. Dann schnappen wir uns hier mal den ersten Holzstapel. Aber ist cool, wir müssen natürlich dann irgendwann mal wieder in Sumpf ein bisschen Eisen sammeln, aber diese Holzeisenpfosten sind natürlich eine coole Sache. Dann kann man nämlich einfach mal etwas verstärken, wenn man merkt, die Statik reicht nicht mehr aus. So, wir hauen jetzt hier erstmal kurz die Werkbänke weg, auch wenn ich es dann wahrscheinlich wieder bereuen werde. Die können wir mal stehen lassen, weil ganz so nah ranbauen will ich gar nicht. So, jetzt lasst uns mal überlegen, was machen wir am dümmsten. Wollen wir das Haus hier anfangen? Ne, das ist viel zu weit. Ganz so breit werden kann das Haus gar nicht. Ist doch zu wenig Platz durch den Baum. Aber ich möchte ihn auch nicht wieder wegreißen. Wir müssen jetzt mal überlegen. Wenn wir hier anfangen mit dem Haus, wie breit können wir das machen? Wenn wir hier aufhören... Bin jetzt nur am Überlegen, ob ich das Ende hier auf der Seite komplett gerade nach unten machen möchte. Also Eingänge hätte ich eigentlich ganz gerne seitlich und vorne. Oder vielleicht eine Seite und hier vorne. Dann ist das aber tatsächlich schon wieder die maximale Breite, die wir gerade bauen können. Aber hier möchte ich dann noch ein bisschen mit einem Eingang nach vorne kommen. Ja gut, was soll's. Allergrößten Notfalls muss das Bäumchen doch erstmal wieder weg. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier noch eins nach drüben. Jetzt lasst mal schauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ungerade Zahl. Das heißt, jetzt lasst mich mal kurz ein bisschen basteln. Wir machen jetzt 1, 2, 3, 4 hier hin. Machen 1, 2, 3, 4 hier hin. Das heißt, wir würden am Ende mit einem spitzen Dach doch hinkommen. Wir brauchen noch ungerade Zahlen. Haut soweit eigentlich schon mal hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Kommt natürlich drauf an, wenn ich den Eingang 2 breit mache, obwohl den will ich eigentlich größer machen. Naja, wir basteln jetzt einfach mal drauf los und da fehlt schon wieder die erste Werkbank. Ich hab's gewusst. Das Coole ist, wir müssen hier nicht anfangen, erstmal die stehenden Balken hinzubauen, dass wir eine gerade Fläche haben, weil wir haben einfach komplett alles gerade. Das finde ich ziemlich geil durch die Steinplatten. Macht uns das Leben jetzt ein bisschen einfacher. Wir müssen keine Erde aufhäufen und was auch immer. So. Ach, das wird mega cool. Ich denke, von der Breite her ist das eigentlich auch okay. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, dass das nur eine Etage wird. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen cooler aus, wenn man halt reinkommt und einen hohen Raum hat, eine hohe Decke, so ein bisschen Ruhmeshalle-mäßig. Anstatt, dass man dann hier gleich wieder ein paar Etagen höher oder ein paar Meter höher die nächste Etage reinzimmert. Und man dann halt gleich wieder so eine erdrückende Decke über sich hat. So, ich glaube jetzt, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Werkbänke. Wir müssen die halt bloß mal alle hier irgendwo besser platzieren, dass die uns nicht im Weg sind. Ich habe richtig Bock zu bauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir haben echt lange nichts mehr gebastelt. Ich möchte auch versuchen, etwas ründliche Sachen mit einzubringen. So in der Richtung. Da ist schon wieder das erste Holz leer. Ja, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen was. Ja, wir müssen definitiv zwischendurch immer mal wieder sammeln gehen. Ich gucke auch mal, dass ich ein bisschen Ressourcensammlung außerhalb des Let's Plays mache. Wir könnten auch mal was futtern. Es ist natürlich nur die Frage, so geht es natürlich am Ende nicht auf, ob wir jeweils immer zwei Balken machen. Das müssen wir mal schauen. Aber wirkt es dann noch wirklich ründlich? Und der saß nicht richtig. Oder wirkt es dann dadurch wieder eckig? Schau mal, da ist eigentlich die Mitte. Also würde das passen, wenn wir nur einen verlängst machen. Und dann die anderen schrägen wieder jeweils zu zweit. So. Ja, wirkt halt nicht mehr so komplett ründlich dadurch. Halt die Frage, ob wir es so lassen. Aber jetzt bloß so eine kleinen Kreis hier wäre halt auch irgendwie doof. Finde ich nicht so cool. Ich baue den Kreis mal weiter. Auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt... Nee, Moment. Unbedingt benötigen werden, aber einfach nur, dass man sich's besser vorstellen kann. So. Zack und zack. Dann einer für gerade. Haut das hin? Ja, haut perfekt hin. Und hier noch einer ran. So. Muss ja nicht perfekt rund sein. Aber so finde ich es schon mal ganz cool. Ich würde halt natürlich gerade Fläche, großes Haus und jeweils, weiß noch nicht, ob an beiden Seiten oder nur an der einen hier. Vielleicht machen wir es nur an der einen Seite, dass wir hier so eine kleine Rundung drin haben. Irgendwie wirkt er trotzdem nicht symmetrisch, aber der ist symmetrisch, ne? Geraden Stellen sind beide gleich. Ja, das haut schon hin. Ja, und ich überlege vielleicht hier drüben an dem Ende. Wir können hier mal noch eine Werkbank hinbauen. Wieder Holz leer. Oh, oh. Unsere Vorräte werden definitiv schnell zu Neige gehen. Ach, ich habe so Bock drauf. Endlich ein großes Haus. Und ich will das auch ein bisschen schöner mal gestalten, weil ganz ehrlich, wie das hier drinnen aussieht, es tut mir echt leid, dass ich euch das die letzten 100 Folgen angetan habe oder ab welcher Folge wir auch immer angefangen haben, dieses Haus zu bauen. So. Ja, und ich hatte überlegt, ich denke, wir machen nur die eine Seite rund. Und hier würde ich ganz gerne dann nochmal so einen Vorsprung haben, also ein größeres größeren Eingangsbereich mit einem eigenen Dach, was ein bisschen tiefer sitzt. Wir müssten halt nur gucken, dass das Ganze am Ende irgendwie richtig aufgeht. Lasst mal schauen, wie viele Balken wir jetzt haben. So, wir gehen mal von hier aus los. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luft holen.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30. Ich mache das jetzt erstmal so, dass wir eine gerade Zahl haben, die ich mir auch merken kann. Also wir haben 30 und irgendwas spinnt mit meinem iPhone hier rum. Es steht auf der induktiven Ladestation, aber hat irgendwie keinen Bock zu laden. Springt die ganze Zeit an und wieder aus. Nervt etwas. So haben wir 30. Ich würde halt ganz gerne zwei Fronteingänge machen, denke ich. Wir gucken mal, wir machen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist der 10. vorbei. Ach, die Werkbänke. So, ich packe mein iPhone jetzt runter von der Ladestation. 1% Akku noch. War das jetzt der 10.? Ach Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt. Also, wenn wir mal sagen... Ja, ich glaube, das Bäumchen muss auf jeden Fall weichen. Tut mir leid, Baum. Aber wir bauen ein neues. Oder pflanzen ein neues. So, und wenn wir das jeweils 4 breit machen... Dann haben wir nach 10... Hier 4 Stück. Und da müssten wir hier drüben nochmal von 10 aus losgehen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen symmetrisch wird. Aber ich habe fast die Befürchtung, dass mir 4 zu klein sind. Obwohl, wenn wir hier ein kleines Dächlein draufbauen mit einer Eingangstür, ja, können wir notfalls später noch ändern. Ist halt nur die Überlegung, hier soll das Haus ja auch nicht gerade abgehen, sondern... Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir gucken mal, wir haben 10 von dort. Dann machen wir hier vielleicht auch nochmal 4 Platz. 1, 2, 3. Machen hier auch nochmal 4 Stück frei. Dann hätten wir so die 2 Fronteingänge. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht gar nicht. 9, 10. Dann wären wir jetzt symmetrisch. Ja, okay. Vom Platz her soll halt noch ein Vordach und so hin. Aber an sich können wir den Platz ja auch ausnutzen. Sollte funktionieren. Wir basteln jetzt erstmal hier das Rechteck zu Ende. Aus dem Balken. Damit ich mir das alles mal etwas schöner vorstellen kann. So, und zack. Ja, wenn das als Platz am Ende übrig bleibt, ist doch okay. Halt hier auch noch eine kleine, na obwohl, ich würde hier ganz gern noch eine kleine Eingangstür mit reinbauen, dass wir auch von der Seite rein können. Vielleicht wird es einfach nur so ein kleines Hoftor. Hier so ein, ihr wisst schon, Holztor. Mal überlegen. Das ist halt aber auch so ein bisschen das Geile bei Valheim, finde ich, mit der ganzen Statik. Man halt doch öfter mal wieder um die Ecke denken muss. Also eigentlich müsste man sich ja schon fast einen Plan schreiben und gucken und vorher komplett alles durchplanen. Wie hoch will ich es haben und wie hoch kann ich bauen und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt auch cool, dass man einfach so ein bisschen spontan an die Sache rangeht und da muss man sich halt was einfallen lassen, weil das nicht mehr hinhaut und das nicht mehr hinhaut. Ach, das wird so mega. Es ist so riesig. Jetzt ist natürlich die Sache, dass das nicht gleichmäßig in dem ganzen Ding hier drin steht, auf unserem Grundstück. Wir haben hier natürlich viel mehr Platz als nach drüben. Was, glaube ich, bedeutet, dass ich das doch nochmal weiter nach hier drüben setzen würde. Ja, dann haben wir da drüben nämlich auch ein bisschen mehr Platz, falls wir dort auch noch einen schönen Eingang machen wollen. Müssen wir jetzt natürlich hier den Kreis nochmal umbasteln. Aber ich glaube, das ist es mir wert. Wenn wir jetzt hier nochmal 4 rübergehen. 1, 2, 3 und 4. Wenn hier den Kreis nochmal bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kam eine gerade. Dann haben wir hier den Platz. Und das ist okay, na fast ein bisschen knapp, ne? Es soll auch noch ein Dach drauf kommen. Nee, das wird zu knapp. Es tut mir leid. Wir müssen es nochmal anders machen. Dann machen wir nur 2 weiter rüber. Dann wird es zwar immer noch nicht komplett mittig, aber das ist nicht ganz so schlimm. Bei 3 geht dann wieder nicht auf. Nee, wir machen 2. So, 2. 2.
Jetzt bin ich irgendwie verkehrt. Moment, wir basteln das hier nochmal weg. Wie sieht's denn aus? 15 Minuten schon wieder rum. Fast nichts geschafft. Mann, Mann, Mann. Tut mir leid. So, wir haben die hier. Dann haben wir gesagt, wir sind hier eins zu schräg. Das war der Fehler. Zack, zwei. Ah, Bauhammer kaputt. Auch geil. Die brauchen Dach, wenn ich die benutzen will. Na gut. Ah, dann haben wir in der Folge auf jeden Fall schon mal den Grundriss soweit. Fertig. Und können uns dann in den nächsten Folgen da weiter ranmachen. Üben haben wir auch gesammelt und gepflanzt. Beziehungsweise nur gepflanzt. Und dann schauen wir mal, dann können wir nächste Folge hier noch ein bisschen weitermachen. Und gehen dann auch nochmal ins Gebirge und wir müssen auch nochmal einen Sumpf für das Eisen. Also wir haben schon noch genügend zu tun. So, zack. Zack. Der eine gerade. Jetzt bin ich doch... Warum komme ich jetzt nicht hier auf dieselbe Geschichte wieder raus? Wir haben zwei so, zwei so. Das ist gerade. Das ist eins schräger, das ist noch eins schräger. Aber wenn ich jetzt... Dann bin ich auf jeden Fall gerade. Warum komme ich denn jetzt nicht auf das gleiche raus wie hier vorne? Bin ich doof? Wenn wir das jetzt länger gemacht haben, das macht ja keinen Sinn. Der Kreis muss doch trotzdem gleich bleiben. So, das ist gerade. Eine Schrägung haben wir. Nächste Schrägung haben wir. Jetzt kommen wir hier raus. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste das Stück die Gerade sein. Wenn ich das jetzt so bastel. Ja doch, weil wir hier zwei verlängert haben. Jetzt so mache, kommen wir nur eins weiter. Wir hätten Minimum drei verlängern müssen. Bin ich jetzt richtig? Komm, wir probieren das mal. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr. Es ist nicht immer das Spannendste und manchmal bin ich auch echt ein bisschen auf den Kopf gefallen. Ja. Wir hätten ungerade verlängern müssen. So. Aber das gehört halt auch dazu. Und dann haben wir hier wieder die drei länger. Eins, zwei und drei. Perfekt. Haben wir es doch geschafft. Mit etwas Umwegen. So, das kann eigentlich hier raus. Das brauchen wir nicht. Wahnsinn, wie viel Ausdauer das immer braucht, Sachen abzureißen. So, du auch noch weg. Und dann haben wir das doch schon. Ich finde, es sieht sogar am Ende... Es sieht sogar cooler aus, weil dadurch, dass es größer ist, wirkt es irgendwie ründlicher. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Lassen wir die Eingänge so oder versetzen wir die nochmal rüber? Ich habe ja auch vorne ab hier gezählt und nicht direkt ab Ende. Finde ich das so cool eigentlich schon? Ja, ich finde, das sieht gut aus. Wird halt ziemlich groß, aber sollte es ja auch sein. Lassen wir die zwei Eingänge hier. Muss ja an sich auch nicht unbedingt perfekt symmetrisch sein, da das Haus ja eh nicht symmetrisch aufgebaut ist, weil eine Seite rund, andere Seite gerade. Finde ich das, glaube ich, gar nicht so wild. Ich glaube, wir lassen das so. Dann haben wir das schon mal geschafft. Jetzt lasst mal überlegen, was machen wir denn als nächstes? Also ich würde das Grundgerüst prinzipiell schon ganz gerne aus den normalen Holzpfosten bauen. Wir könnten zwar rein theoretisch auch die Holzpfähle nehmen. Aber die brauchen halt verdammt viel Kernholz. Und ich glaube, ich nehme die dann eher zum Füllen. Dass wir... Moment. Hier so welche übereinander stapeln. Ich denke, das sieht cool aus. Da noch mit ein bisschen Stein und so drin. Ja, wir machen die tragenden... Pfosten auf jeden Fall aus dem normalen Holz. Weil dann können wir nämlich später auch das noch mit reinbasteln, weil das die Verstärkten, die gibt es ja leider nicht als Rundholzbalken. Wir halten aber verstärkt mit Eisen definitiv auch mehr aus als die Rundholzbalken, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber so habe ich es auf jeden Fall verstanden. So, dann basteln wir jetzt erstmal schön eine Runde nach oben.
setzen jetzt erstmal hier jeden zweiten. Hier müssen wir dann gucken mit dem Eingang. Müssten wir rein theoretisch, wenn ich so eine Doppelholztür, obwohl ich mache. Wir machen drei. So, wir machen jetzt erstmal diesen. Dann haben wir drei Felder frei und können hier eigentlich noch. Hier, wir machen es anders. Ich verkürze das nochmal um drei. Dass wir den Eingang hier wirklich ein bisschen größer bauen können. Dass das nicht einfach nur so ein Holztor ist, ist irgendwie auch nicht so geil. So, es wird Nacht und die Folge ist auch schon wieder rum. Ich lege mich jetzt nochmal schlafen und dann können wir nächste Folge komplett ausgeruht weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.